Also als Amateurband sind wir dann die 200 Euro wahrscheinlich auch nicht so wichtig, die wir heute verdient haben, jeder von uns. Nee, Carlo, das hast du komplett falsch verstanden. Ich bin ja selber eine Animateurin. Wir werden ja alle besser. Alles gut, das ist ja, passt schon, alles gut. Komm, Jungs, wir bauen jetzt auf. Nee, hallo, das hast du wirklich komplett falsch verstanden. Es tut mir wirklich leid, so war es wirklich nicht gemeint. Alles gut, passt schon, wirklich. Carlo, jetzt im Ernst. Ernsthaft, alles gut. Sorry. Ich bin doch selber nicht so gut. Wir sind alle gleich gut. Oder gleich schlecht, wenn man es nimmt. Verzeihst du mir? Alles gut, ich verzeih dir. Verzeihst du mir wirklich? Wir wachsen alle zusammen. Komm, wir wachsen alle zusammen. Na gut. Sorry. Alles gut. Komm. Ich helfe euch. Oh mein Gott, Freunde. Ich weiß nicht, was mich gestern da geritten hat. Ich habe Carlo so verletzt, es tut mir so leid. Ich weiß gar nicht, was in mich gefahren ist, warum ich auf einmal angefangen habe zu lügen und so das so runterzuspielen und so zu, keine Ahnung. Ich glaube einfach, das hat mich so getriggert irgendwie, dass Shania so darüber erzählt hat, wie gut es bei ihr läuft und wie scheiße es bei mir dann läuft im Gegensatz. Und dann dachte ich mir einfach, ich weiß nicht. Ist euch auch schon mal sowas Dummes passiert, dass ihr eure Freunde so verletzt habt oder so? Euch, also so, das ist ja fast schon gegen die Freunde stellen. Oder gegen die Band dann halt. Ja, schreibt mir mal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir das einfach jetzt hinter uns lassen können. So make it rain on me and I might let you. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Dankeschön. Wow. Ey. Und ihr seht auch richtig gut aus. Schön, dich zu sehen. Happy Pride and Happy Birthday nachträglich. Danke. Nee, stimmt, ja, Happy Birthday. Ich so, was gestern, was heute. Aber was ist denn mit dir los? Wieso bist du denn nicht auf dir? Ja, du schaust irgendwie nicht so. Du schaust ein bisschen zerrupft aus. Ja, ich weiß. Leute, ich komme leider nicht mit. Was? Also... Was? Nee. Liegt es am Valentin? Nee. Nein, ich schaff's einfach nicht. Ich bin krank, mir geht's einfach scheiße. Ich muss mich ausruhen. Aber ich möchte, dass ihr ganz viel Spaß habt und trotzdem geht. Und dass ihr meinen Account mitnimmt und snappt für unsere Freunde und für mich, damit ich mir alles anschauen kann, was ich schönes sehe. Oh Mann, ich hab voll mit dir gerechnet, aber okay, wenn sie... Ja, machen wir so. Wir holen es nach. Ich hätte auch echt Bock gehabt. Wir haben da was gebastelt für dich. Oh, wow. Bam, 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 bam. Alles klar. Genau. ich gehe mir kurz noch einen Tee holen. Und ja, da komme ich auf jeden Fall mit. Nicht, dass du umkippst. Wartet ihr hier auf mich? Ja. Ich würde schon so dramatisch dich sogar festhalten. Danke. Auf jeden Fall. Schade, dass du nicht mitkommst. Ja, ich würde voll gerne mitkommen. Ich muss nicht Probleme alleine klarkommen. Vicky rettet mich doch nicht vor ihm. Das schafft ihr. Wenn was ist, ruf mich an. Okay. Gesundheit geht vor. Ja. Ich will nicht krank sein. Hallo. Meinst du? Ja. Das war Martin. Wer ist der neben ihm? Das ist sein Bruder, Rosinante. Er hat mir heute Morgen geschrieben. Und ich habe nicht geantwortet. Ja, das ist schon sehr, sehr süß, weißt du? Nicht, der hat einen Ruhe. Der sucht einen Duft, das ist eine neue Flamme. Das Chiara vielleicht lieben wird, weißt du? Das finde ich gut. Okay, wir gehen. Raus. Ja, aber... Das ist ja... Das ist doch voll. Was mache ich denn? Ach, Chiara. Ich glaube, wir haben ihn wirklich abgehängt. Ja, die Luft ist, glaube ich, rein. Dann lass mal zu den anderen gehen, oder? Okay, ja. Boah, zum Glück, es wäre echt so unangenehm gewesen, jetzt noch mit ihm reden zu müssen. Ne? Auch? Nee, ich check's Wieso halt auch nicht. Wieso kaufst du dir ein Parfüm? Ach, jetzt, komm. Das ist bestimmt nicht so wild. Alles gut, es sah so aus, als du gerade weggelaufen bist. Ja, alles gut. Ich bin krank, weißt du. Und,
Ja. Erstmal alles Gute nachträglich. Ne? Danke. Ich habe dir auch geschrieben, ich habe dich Videodings angerufen, aber ja, warst wahrscheinlich beschäftigt. Ja, ja, ich war gar nicht am Handy, sorry. Nee, alles gut. Du, wenn du da bist, ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Und zwar habe ich 2 Karten für Isar Rafting. Und ich dachte mir, es wäre cool, weil Rosinante kann es nicht. Wenn du mit mir. Was war das denn? Ich kann es auch nicht. Ja, du kannst es auch nicht. Das wäre halt ein gutes Geburtstagsgeschenk für dich. Wie wär's, wenn du es Leon beibringst einfach? Ja? Ja, bis dann, weißt du? Toller Bursch. Also, ich schulde bin dir ja ein Geburtstagsgeschenk. Aktuell noch krank und. Also. Ja, ich könnte raften, du kannst halt chillen dann, weißt du? Hast du schon gebucht? Mann. Yeah. Also, dir ist schon bewusst, wir sind ja nicht mehr. Ja, klar, es sind nur Freunde so halt, weißt du? So ganz chillig, auf entspannt, bisschen durch Isar raften. Okay. Ja, ja, geil. Cool. Ja, ohne meine Lieben, dann muss ich gehen. Rosinante wartet mich. Ich komme gleich. Und euch viel Spaß. Und, ja. Danke dir auch. Ciao. Ciao, ciao. War das jetzt? Das kannst du nicht machen. Nee. Ich hab gerade ein paar Rum gekauft und du gehst jetzt mit ihm raften oder was? Aber er hat doch selber gesagt, als Freunde raften gehen. Ja, oder? Das glaubst du doch selber nicht. Freunde, was meint ihr denn? Habe ich ihm jetzt falsche Hoffnung gemacht? Oder war das okay? Nein, hast du natürlich auf dem Boot nicht zusammen, was soll passieren als Freunde? Das ist doch cool. Digga, die haben sich vorhin drei Tage getrennt. Wie sollen die befreundet sein? Er hat mir gerade noch ein Parfum geschenkt, gekauft. Leute, schreibt ja, mir mal Gott, bitte. Warum muss man aber jetzt echt ausruhen gehen? Ja, genau. Ich habe Kopfschmerzen. Ihr geht jetzt feiern. Ja. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hilf euch da gut nach Hause. Ja, ich schaffe das. Wie mir das vorstellen? Ich schaffe das. Ich liebe euch. Gute Besserung. Feiert für mich ja, mit. Ja, schlaf dich aus, kuriere dich aus. Danke. Kleine Maus. Danke. Danke. Und wir feiern das nach. Ja. Dein Geburtstag muss gefeiert werden. Wir feiern jetzt für dich mit einfach. Und ihr feiert genau jetzt. Bitte. Du stehst auf sie. Sag sie doch einfach.
Problem. Sie macht euch. Mich einfach fertig, ja, aber es ist nicht so einfach. Ach so, deswegen rennt sie zu den Typen und küsst sie. Sie hat mich provoziert mich die ganze Zeit. Es tut weh, wenn sie mit... Einer muss doch der Klügere sein. Marc, du hast ja eigentlich recht, Mann. Du hast ja eigentlich recht. Leute, ich ertrag das nicht mehr. Was denn? Also, ganz ehrlich, CSD ist einmal im Jahr. Ich wollte euch mitnehmen in meine Welt. So, das steht für Fröhlichkeit und Liebe. Versteht ihr? Ja, und ja, aber ist doch alles komm, lass uns Spaß haben. Und schlussendlich sind wir auch Freunde und sind da, um Spaß zu haben. Können ja. wir die Sorgen kurzzeitig vergessen und ja. was Cooles machen? Ja. Bitte. Ja. ja. ja? Das weiß ich auch nicht so recht. Sagt ihr doch mal, wo es am nicesten ist hier auf dem CSD in München. Genau, wo geht die Party ab und wo sind die geilsten Auftritte? Ja. Yay! Also schreibt. It's a new day. It's a new life. Obwohl du aussiehst wie ein Johannes. Alles klar. Danke, Justus. Und jetzt ein fucking Applaus. She's so für pretty. Martin und Louis M. Leute, die Show ist so mega geil. Aber was kann du denn noch alles unternehmen? Schreib mal rein. Ich liebe dich. Natürlich liebe dich. Ich kann nicht. Wir können die Freunde bleiben. Ich werde für dich kämpfen. Du hast damals für mich gekämpft und ich werde heute auch für dich kämpfen. Ich werde für dich die ganze Zeit kämpfen, bis wir zusammen sind.
Ich kann nicht ohne dich. Wie soll ich denn ohne dich schaffen? Das geht gar nicht. Du bist meine große Liebe. Du hast meine Augen geöffnet. Du hast aus mir den Valentin gemacht. Valentin existiert nicht ohne Chiara. Und Chiara sollte auch nicht ohne Valentin existieren. Ich liebe dich. Bitte, bitte, gib mir eine Chance. Wir werden das kriegen, okay? Ich liebe dich. Tell me straight up.